Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Schuhberg-Adventskalender und zwar den Kläppchen-Adventskalender. Es gibt noch einen weiteren und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Den Adventskalender gibt es für 49,99 € auf der Schuhberg Parfümerien Homepage und ich habe es auch auf Insta geteilt, dass man den kaufen kann. Falls du mir da noch nicht folgen solltest, hol das gerne nach, da heiße ich Aidoik P. Verrückter Name, ich weiß. Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ja, genau. Es gibt zum einen diese Variante. Die ist günstiger als die Boxenvariante und ja, weihnachtliches Design auf jeden Fall. Wir haben Rentiere, Tannenbäume und diverse Hashtags hier drauf. Das finde ich ein bisschen fancy. Zusammensein, alles live, Umarmung, schöne Gespräche und so weiter. Magische Weihnachten. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Oha, es startet mit einer Handcreme. Okay, es ist L'Occitane, das ist schon mal positiv. Amande, Mea, Croqueur. Ja, einfach mit Mandeln, ne? 10 ml hier Hand and Nail Care. Ja, komm, eine Handcreme pro Adventskalender. Finde ich okay. In der Nummer 2 kommt schon der nächste Klassiker und zwar ein roter Nagellack. Ja, aber es ist von OPI, das finde ich cool. Das sind sehr hochwertige, hochpreisige Geschichten. 15 ml und die Farbbezeichnung ist Big Apple Red. Ein schönes, weihnachtliches Rot. Mag ich gerne leiden. Und passt auch zum Adventskalender. In der Nummer 3 haben wir so ein Eigenmarkenprodukt, ich glaube Accentra heißt das, Bodylotion, ja mit 20 ml, ne? Sowas ist jetzt vom Wert her sehr, sehr gering, keine Ahnung, 20 Cent oder so, wenn man das runterrechnet. Ich rechne das ja immer in meiner Lampe runter. ja, und hier steht auch einfach nur Körperlotion drauf, das ist okay. Der Duft ist Warm Vanilla, auch das ist sehr weihnachtlich, sehr schön, auch das Design ist sehr weihnachtlich, aber na, da muss noch ein bisschen mehr Kapitis hinterkommen jetzt. Und Kapitis kommt in der Nummer 4 mit Barbour. Dr. Barbour, wohlbemerkt. Sein Name ist Barbour, Dr. Barbour. Und hier haben wir Ampullen drin. Refined Cellular Glow Booster B-Face, also die musst du vorher schütteln. Ampullen, 3 Ampullen, a 1 ml. Und ja, das soll deine Haut irgendwie jugendlicher aussehen lassen und alles irgendwie mit mehr Strahlkraft versorgen. Siehste, ne? Das ist schön. So, jetzt kommen wir so langsam in unseren Flow rein, denn in der 5 haben wir Advanced Genifique von Lancôme, ein Youth Activating Concentrate, 5 ml. Okay, es ist eine Probiergröße, es ist wahrscheinlich ein Sample, not for sale, aber trotzdem hat das Produkt ja auch seinen Wert. Das dürfen wir nicht vergessen, denn auch wenn wir Goodies dazu geschenkt bekommen, wenn wir bei Parfümerien oder so bestellen, haben die ja auch ihren Wert, ne? Nicht vergessen. Deswegen wird da auch ein Preis von mir angegeben und das ist ein Gesichtsserum, was dann ja auch wieder Anti-Aging wirken soll. Und das finde ich echt, das finde ich gut, ja. Die Nummer 6, Nikolaus, erwartet uns mit einem Parfum. Trussardi Eau de Parfum, 10 ml. Das ist nicht wenig, da komme ich auf jeden Fall gut mit zurecht. Ich bewahre diese kleinen aber meistens auf und mache einen Adventskalender fertig zu meinem 20.000 Abonnenten-Special, was ja schon eigentlich längst überfällig wäre. Aber der Parfum-Adventskalender ist halt noch nicht voll. Und ja, da kommt hier so ein Sprüher um die Ecke, der auch noch mit rein möchte. Das finde ich toll, ne? Also ich finde es wirklich toll, dass wir hier nicht so ein Rauskippvieh haben oder einen Roller oder sowas, sondern richtig 10 ml von einem Parfum. Ist klasse. Ich habe hier von Roberto Cavalli in der Nummer 7 das nächste Produkt drin und zwar eine Perfume Body Lotion mit 75 ml. Die haben immer einen relativ hohen Wert, ne? Dass natürlich hauptsächlich die Marke ist, die dahinter steckt vom Wert her, ist uns, glaube ich, allen bewusst. Aber ich finde es immer ziemlich toll, gerade wenn man vielleicht das dazu passende Parfum zu Hause hat, weil dann wird der Duft nochmal von dem Parfum, wenn man es trägt und davor sich damit eingecremt hat, so richtig schön intensiviert und langanhaltender. Deswegen, das mag ich. Normalerweise darf die Nummer 8 machen, dass es kracht, aber in dem Fall haben wir wieder ein Eigenmarkenprodukt hier drin von Accentra. Ich kann es nicht gut aussprechen, Accentra, deswegen verziehe ich mein Gesicht immer so nicht, weil ich die Marke nicht mag, Accentra. Ich habe das schon wieder gezuckt. Egal, ein Duschgel mit 20 ml und hier haben wir auch wieder warme Vanille als Duft. Und ja, gut, ne? 2 Anwendungen ist das Ding leer, aber
Nice, ist okay. Wenn die dann trotzdem noch ein paar mehr Barbour-Produkte reinknallen, bin ich zufrieden. Über ein Rituals-Produkt dürfen wir uns in der Nummer 9 freuen. Das finde ich geil, das ist meine Lieblingsduftrichtung von Rituals, das Ritual of Sakura. Rice Milk and Cherry Blossom, also Reismilch und Kirschblüte, 50 ml von einem Duschgel, was so aufschäumt. Das finde ich total toll. Das einzige Problem bei mir ist halt bei diesen Rituals Duschschäumen, dass sie super schnell leer sind, aber ich glaube, dass es vielmehr daran liegt, dass ich die so gerne benutze und deswegen einfach bemerke, dass sie so schnell leer geht. Weißt du? Das ist halt das Ding. Aber letztendlich, es sind halt nur 50 ml. Aber ich freue mich da sehr drüber. Es ist toll. Ich wusste gar nicht, dass YBPN, also United Brand oder irgendwas mit United und Parfümerien und so, heißt YBPN, dass sie eine eigene Linie haben mit Kosmetika. Denn hier ist von YBPN ein Shiny Lip Oil. Say Hi to Shiny Lips. Das finde ich irgendwie cool, muss ich sagen. Ich weiß nicht, welche Farbe das dann sein wird. Oh, hier unten steht es übrigens. Your Beauty Professional Network. So. Oh, ja, das ist wirklich einfach so ein Öl, ne? Was so einen Farbverlauf Optikgedönsen hat. Gut, ist Lippenpflege. Auch in der Nummer 11 erwartet uns ein Lancôme-Produkt, sehr schön, Renergy Multilift Ultra, eine Anti-Wrinkle-Firming-Tone-Evenness-Cream. 5 ml sind hier drin enthalten und ja, das ist einfach eine Gesichtscreme, die auch so ein bisschen Glättung geben soll. Ne? Schön. Halbzeit, die Nummer 12, enthält ein Parfüm von Versace. Läuft. 5 ml sind hier drin enthalten. Ein Eau de Toilette ist hier drin. Bright Crystal. Ich glaube, dass wir so ähnlich dieses Parfüm auch schon mal in einem anderen Adventskalender drin hatten. Aber ich weiß nicht, ob das die gleiche Duftrichtung auch war. Also der Flakon ist natürlich 1A, ne? Wunderschön. Rein theoretisch würde ich das verwenden, würde ich mir das umfüllen in so einen Sprüher. Und das war damals halt auch die Zeit, wo ich mir gedacht habe, macht gar keinen Sinn, dass ich das mache, weil es freuen sich genug Leute über diese Mini-Flakons. Deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, die eben für eine Verlosung zu sammeln. Und irgendwann hat sich das so ergeben, dass ich dann immer zur Weihnachtszeit da einen Adventskalender mit bastel. So, zur Verlosung. Die Nummer 13 ist in dem Fall halbwegs eine Pechzahl, weil etwas von Accentra hier drin ist, und zwar ein Body Scrub. Body Scrubs sind toll, verwende ich gerne, aber naja, Warm Vanilla 20 ml, auch hier immer wieder die gleiche Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es die so in dem Onlineshop zu kaufen gibt, muss ich mal nachgucken. Als positiver Ausgleich dazu befindet sich in der Nummer 14 wieder etwas von Ritual of Sakura. und zwar die Magic Touch Body Cream, richtig geil. 70 ml haben wir hier drin. Also ich finde es halt sehr, sehr ulkig irgendwie, ne? Dass wir dann so ein Accentra-Produkt für, keine Ahnung, 20 Cent und dann im nächsten Kläppchen halt sowas drin haben. Das ist irgendwie witzig. Es riecht halt geil. Ja, ne? Ich mag's. Die Nummer 15 ist auch so ein Art Klassiker Füllprodukt. Hier haben wir nämlich so eine Pinzette drin, die ich aber irgendwie ganz cool finde. Die ist von Erbe und die hat auch tatsächlich so kleine Rentiere drauf. Also deswegen finde ich die schon mal ziemlich geil, weil das halt so ein richtig cooles Weihnachtsprodukt ist. Und soweit ich mich erinnern kann, sind die Produkte von Erbe auch relativ hochwertig, ne? Die sind nicht super teuer, aber die haben eine gute Qualität. Noch so ein Klassiker in der Nummer 16 irgendwie. Jill Sander Perfume Shower Gel in der Duftrichtung Sun. 30 ml haben wir hier drin enthalten. Ich persönlich finde das toll, ne? Das ist für mich so ein schöner Flashback-Duft, weil meine Mom das damals verwendet hat, als meine Eltern halt noch zusammen waren. Ist aber auch schon über 10 Jahre her, also, ne? aber das ist sehr, sehr cool. Ein Duschgel. Nett. Auf der Nummer 17 steht Hashtag Umarmung drauf. Das finde ich süß. Und da haben wir drin von Job Le Bon eine Velvet Body Lotion mit 50 ml. Auch das finde ich toll, ne? Also ich mag das auch, dass wir relativ viele Body Lotions und Body Creams und Body Rampampams hier drin haben. Denn ich persönlich creme mich jeden Abend ein. Und gerade so zur Winterzeit ist alles noch ein Stückchen trockener. Und deswegen finde ich das gut, ja. Irgendwie, jetzt wo ich die Nummer 18 für die Eröffnung der Weihnachtswoche aufmache, kommt mir der Inhalt des Adventskalenders ein Stück bekannt vor. Ich weiß nicht, ob Chiquitas Place, die hat letztens auch einen Adventskalender ausgepackt. Ich weiß nicht, ob das der war
oder ob das ein anderer war. Der kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall. So, Maniküre, also Maniküre, Mini-Nagelfeile von Erbe auch wieder. 7,5 cm ist die groß. Also ne, eine Nagelfeile ist auch so ein klassisches Adventskalender-Füllprodukt. Aber ja, es ist halt irgendwie doch ein bisschen spezieller, ne? Weil wir Rentiere und Sternchen drauf haben. In der Nummer 19 haben wir ein komplettes Set von Filorga, richtig cool, Laboratories Filorga, für eine Woche. Filorgas Best Skincare One Week Program, da hast du Optim Eyes, also eine Augencreme, Time Filler und die Meso Mask drin. Das ist nicht schlecht, ne? Das ist so ein ganzes Set. Von den Optim Eyes hast du 4 ml drin, von den Time Fillern hast du 7 und von der Meso Mask 7 ml. Also drei Produkte in einem Kläppchen quasi. Ein Lippenpflegeprodukt versteckt sich in der Nummer 20, süß in Herzchenform, ne? Lip Balm, 3 Gramm, auch wieder von Accentra und auch das ist wieder mit diesem Warm Vanilla Duft. Finde ich süß, doch. Also, ne, ich mag zwar keine Pöttchen, um da reinzugehen und so, aber zum Angucken finde ich es hübsch. In der Nummer 21 erwartet uns etwas zum Duschen und ja, wir hatten noch gar nicht so viel zum Duschen da. Stimmt, vor Weihnachten sollten wir nochmal eine Dusche nehmen, ne? Und zwar ist es von Ahava, der Sea Water Mineral Shower Gel, Sea Kist, 40 ml. Und das ist ein Produkt, was so einen Duft hat, der sehr unisex ist. Das ist eher aquatisch und frisch einfach, ne? Und das finde ich echt schön. Ja. In der Nummer 22 haben wir ein Produkt von Art Deco drin enthalten. Und zwar ist das die Crystal Mascara and Liner in einem. Hier sind 5 ml drin. Das ist bestimmt auch ein Full-Size-Produkt. Und das ist tatsächlich auch ein Produkt mit Glitzer. Ich mag leider weder Mascaren, die Glitzer dran haben, sodass meine Wimpern glitzern, noch mag ich gerne so Glitzerliner zusammen mit schwarzem Eyeliner. Also ich verwende gerne schwarzen Eyeliner und mache mir dann zu Weihnachtszeit hier gerne hier oben zum Beispiel noch so einen Strich drüber oder so. Aber dass ich hier bei dem schwarzen Eyeliner noch ein bisschen glitzer, das mag ich nicht so gerne. Das heißt, es ist kein Produkt für mich. Aber ich finde es irgendwie ganz interessant, dass es im Adventskalender drin ist, weil es einfach mal was anderes ist. In der Nummer 23 haben wir eine Schafmilchseife, 18 Gramm in Sternchenform, auch wieder von Accentra. Ja, auch so eine Seife kann man gebrauchen. Und die Optik gefällt mir auch, ne? Das ist natürlich schön weihnachtlich. Passt auf jeden Fall für den Tag vor Heiligabend. In der Nummer 24 ist eine Augencreme von Biolin enthalten. Das ist ein sehr hochpreisiges Produkt, wenn ich mich richtig erinnere. Weil Biolin hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch im Basler Beauty Adventskalender mit dabei. Und ich bin ja immer erstaunt, wenn ich mir so die Werte zu den Produkten ausrechne und hier oben halt reinschreibe. Und ja, cool, 15 ml haben wir hier drin. Und das ist halt einfach eine Augencreme. Das finde ich toll. Augencremes verwende ich gerne. Ich habe meistens morgens und abends unterschiedliche in Anwendung. Und ja, ne, ist eine Augencreme. Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Ich glaube, dass der Schuback Adventskalender den gleichen Inhalt hat wie der YBPN Adventskalender. Ich glaube schon, ne? Ich meine, das wird mir dann natürlich beim Ausrechnen sehr gut passen, um das mal so zu sagen, weil dann kann ich ja im Prinzip das 1:1 übernehmen, aber ich dachte, da wäre was anderes drin. Ja, ich hätte mal besser lesen können, weil auf der Website steht es ja eigentlich, ne? Also ich glaube, dass wir werttechnisch ganz gut aufliegen. Ja, wir haben ja auch schöne Produkte drin, hauptsächlich halt für die Gesichts- und, hauptsächlich für die Körperpflege. Und dann folgt das Gesicht so ein bisschen, ne? Auch ein bisschen dekorative Kosmetik. Die zwei Parfums finde ich auch sehr schön und ich finde auch, dass man mit 49,99 hier einen guten Deal macht. Also schon ein schöner Adventskalender, der sehr gefällig ist, ne? Also ich würde den jetzt keinem Teenager oder so schenken. Dann sollte schon eine Frau sein, ne? Also eine erwachsene Frau. Aber ja, also cool finde ich den. Kann man sich angucken. Haut mich jetzt nicht so von den Socken, ehrlich gesagt. Aber gut finde ich ihn. Ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne austauschen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!